Ja, wir haben nicht das ganze Spiel die gleiche Qualität von Spiel gehalten. Also war eine gewisse Phase, wo waren wir irgendwie unkonzentriert oder nicht verantwortlich, wo haben wir nicht Körper gespielt, zu wenig gelaufen. Aber dann war wieder Phasen, wo haben wir die Rollen gut gemacht und mit Druck zum Tor, mit mehreren Schüssen und so. Aber das ist halt das, was muss man weiterarbeiten. Ich denke, wir haben viele Chancen liegen lassen. Wir hätten, wenn wir die Chancen gemacht haben, die wir auch hatten, hätten wir bestimmt auch das Ding früher zumachen können. Wobei ich aber auch sagen muss, dass Leipzig viele Chancen liegen lassen hat. Die Torhüter waren auf beiden Seiten heute sehr gut. Ja, war ein sehr körperbetontes Spiel, fand ich. War sehr zerfahren, war nicht unsere beste Leistung bisher. Aber dennoch ist es ein Sieg und es war der erste Gegner aus der Oberliga, auch wenn es die Oberliga Nord ist. Und ich denke, darauf können wir aufbauen. Wir haben mit Philipp Siller einen Spieler, der am Ankel eine Verletzung hat. Wir haben eine Kernspinnenuntersuchung gemacht und wissen das genaue Ergebnis eigentlich erst am Dienstag, aber es ist nichts gebrochen. Es wird eine Sehnenverletzung sein und wir hoffen natürlich, dass er so schnell wie möglich wieder zurück ist. Aber wir denken, dass er nicht allzu lange ausfällt. Du hast im ersten Drittel angefangen mit dem Lukas Zellner im ersten Block, hast dann gewechselt, Marco Bronert. Vielleicht kannst du kurz erklären, wo du umgestellt hast und warum. Es war geplant, dass beide von denen kriegen ein halbes Spiel, weil ich brauchte ja ein bisschen Ordnung unter die Linien haben und ja, die beiden haben gut die Rolle gemacht. Gut. Also ich war zufrieden mit den beiden. Jetzt sind 4 von 7 Vorbereitungsspielen absolviert. Wie ist denn dein Zwischenfazit? Wir haben 3 interessante Spiele gegen BL2-Vertreter gehabt, die wir, ja, die haben wir positiv gestaltet. Jetzt gegen Leipzig einen Kontrahenten aus dem Norden, der eine gute Mannschaft hat, wo man gesehen hat, dass für die war es das erste richtige Spiel, ein guter Vergleich, die Jungs waren heiß. Und ich glaube, wir bewegen uns auf einen guten Weg. Man sieht, dass in der Mannschaft viel drinsteckt. Allerdings sieht man halt auch, dass die Vorbereitung noch nicht beendet ist und noch einige Mechanismen geübt werden müssen. Woran müsst ihr noch arbeiten? Wo ist noch Luft nach oben? Auf jeden Fall im Aufbau. Der Vorcheck, der funktioniert ganz gut. Wir können den Gegner gut stören. Die Scheibe kriegen wir eigentlich relativ gut. Vorne unter Kontrolle auch wieder. Aber unser Aufbau und auch das Spiel durch die neutrale Zone, durch die Mitte, da müssen wir auf jeden Fall dran arbeiten. Noch weiter mussten wir arbeiten, auch die Überzahlsituationen und die spezielle Situation überhaupt, weil das entscheidet das Spiel. Unterzahl, Überzahl, 5 gegen 3. 6 gegen 5 und die Sachen. Und dann noch, wo eigentlich über was habe ich schon gesprochen, das ist die Konzentration, dass jeder muss die Konkurrenz riechen, auch von hinten und seine Rolle spielen, wie das für ihn passt. Also das muss man unter uns erklären, was ist erwartet von jedem Spieler und der muss das auch auf dem Eis durch das ganze Spiel zeigen. Die Mannschaft ist von ihrer Persönlichkeit auf jeden Fall super. Man kommt mit jedem Spieler gut zurecht. Da gibt es auf jeden Fall keine Probleme. Und ich denke, wenn wir dieses Geschlossene, was wir auch in der Kabine haben, wenn wir das aufs Eis bekommen, dann haben wir viel Spaß die Saison und werden auch viel gewinnen. Sind die Beine schwer im Moment bei der Mannschaft? Die Beine sind richtig schwer. Wir trainieren auch, oder wir haben letzte Woche trainiert, am Maximum. Das sieht man bei den Spielen. Und jetzt sind wir auch mal froh, dass wir Sonntag mal frei haben und mal die Beine hochlegen können.